Was wäre Altötting ohne Hans Baumgartner? Jetzt kann man sagen, mei, der hat halt ein Grafikbüro gehabt oder Werbe, oder hat es noch, Entschuldigung, gell? Und hat einen Christkindlmarkt 50 Jahre betreut. Mei, was soll's. Also das sind aber alles Dinge, klar, er hat Geld damit verdient mit dem Christkindlmarkt. Er weiß gar nicht, wie er es umschaufeln soll. nein, hat er nicht, natürlich. Er hat einfach sein Herzblut vergossen für Altötting mit diesen Aktionen. Klar hat es ihm Spaß gemacht, das ist eh klar, aber er hat es auch für die Gemeinschaft, für Altötting getan und das macht es also wertvoll. Herzlichen Dank auch dafür. Und heute diese Ausstellung ist natürlich auch eine Darstellung von Altötting, von Motiven in Altötting und auch glaube ich, ein sehr, sehr schöner Rahmen für den Tag der offenen Rathaustür am Samstag mit der Wiedereröffnung des alten, neuen Rathauses. Und was kann man uns schöner vorstellen, wie diese Fotoausstellung vom Hans Baumgartner. Herzlichen Dank dafür. Sollten irgendwelche Verrückte solche Bilder kaufen, dann geht der ganze Erlös an die Uganda-Hilfe für den Pater Heinrich. Ich bin auch hier im Rathaus, werde ich schon seit Jahrzehnten so immer nett aufgenommen und die Leute sind so freundlich und ich weiß gar nicht, ich kann ja so ein grantiger Hund sein, zu mir sind sie alle freundlich. Und ganz besonders bedanke ich mich eben bei der Frau Biebel, die sich da um mich bemüht hat. Ich mache das manchmal an Personen fest, meine Abläufe. In Hamburg habe ich die Stones live gehört, im Starclub. Gell? Das formt auch. Dann war ich in einer gewissen Straße, haben eine Aufgabe gehabt in der Fotoschule für eine Reportage. Da waren lauter Frauen im Schaufenster. Das war mir neu. Aber eine gute Reportage ist geworden. War mit 17. Und ja, das war alles ein bisschen früh für mich. Ich bin dann immer eingeschlafen, nur in die Nachtclubs und so weiter. Gut, weiter. Nächster, wem habe ich dann kennengelernt? Meine Frau. Das war auch ein schönes Modell. Die heute nicht mehr warm. Mit der bin ich heute noch verheiratet, also mit dem Modell. Und dann Bundeswehr. Da habe ich keine netten Menschen kennengelernt. Die waren also grantiger und haben immer was angeschafft. Dann Rheinland, nette Menschen. Viel gelernt mit der Fotografie und so weiter. Aber Mode, Möbel, Food, was man alles so lernt als Fotograf und was man braucht. Dann ist es mir doch langweilig geworden nach einigen Jahren im Rheinland, München. Da war ich näher bei der Frau zu Hause. Dann nach Altötting. Da habe ich zur Frau gesagt, pass auf, wir gehen jetzt nach Altötting. Du machst das, wenn du magst, so ein Einrichtungsgeschäft auf. Ich mache mein Fotostudio und Grafikbüro auf und Altötting braucht uns. Also sind wir von Moosinning nach Altötting gezogen. Dann ist mir eben, bin ich dazu übergegangen, spezielle Bilder zu machen. Der Stefan hat es ja gesagt, man hat ein Motiv, man hat Licht. Licht, ohne Licht geht gar nichts. Mehr oder weniger. Dann habe ich wie jede Kamera einen Verschluss, eine Blende, eine Belichtungszeit und womöglich dann auch noch ein Zoom-Objektiv. Und das alles miteinander und mit der Kamera spielen und womöglich auch mal die Kamera bewegen, wie man da jetzt gerade sieht, hier bei so einem Viererbild der Lichterprozession. Dann wird auf einmal ein Motiv spannend und
und ein bisschen außergewöhnlich. Mit Licht gestalten, Licht in Bewegung bringen und dann eben versuchen, das den Leuten irgendwie ein Gefühl zu vermitteln, ja, da kriege ich einen Zugang dazu, zu diesen Bildern. Betrachtet die Bilder, geht's in die Ninei, lasst euch ansprechen von den Bildern und dann hat sich der Abend schon rentiert. Vielen Dank.